Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Potschek und in diesem Video beschäftigen wir uns ausführlich mit dem Thema DAO. Nun, was ist ein DAO? Ein DAO ist eine Decentralized Autonomous Organization. Das ist eine Organisation, die komplett dezentral organisiert ist. Das bedeutet, es gibt keine zentrale Führung, keine Einzelperson oder Firma, die die Entscheidungen trifft. Stattdessen wird die Organisation von der Community geleitet. Die Autonomie wird durch sogenannte Smart Contracts gewährleistet. Diese Smart Contracts definieren die Regeln der Organisation und diese Regeln werden automatisch durchgeführt, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Alles, was innerhalb eines DAOs passiert, ist transparent und öffentlich einsehbar, weil es auf der Blockchain gespeichert ist. Jeder kann Vorschläge, sogenannte Proposals, einbringen und über diese Proposals stimmen dann die Mitglieder der DAO ab. Und wenn die Mehrheit zustimmt oder nach den Regeln zugestimmt wird, wird das Proposal ausgeführt. Dabei wird alles von den Regeln bis hin zu den Entscheidungen auf der Blockchain dokumentiert, was die gesamte Organisation extrem transparent macht. Ein weiteres wichtiges Merkmal von DAOs ist, dass die Organisation durch die Gemeinschaft verwaltet wird. Wie gesagt, es gibt keine zentrale Autorität, sondern die Mitglieder steuern und verwalten alles selbst. Sie entscheiden, wie technische Upgrades durchgeführt werden oder wie Projektmittel, also der Treasury, verteilt werden. Ein DAO wird vollständig von seinen Mitgliedern gesteuert. Das bedeutet, dass alle Entscheidungen, die in einer DAO getroffen werden, direkt von den Mitgliedern kommen. Es gibt keine zentrale Autorität, die festlegt, was passieren soll. Stattdessen entscheiden die Mitglieder kollektiv über wichtige Angelegenheiten. Und ein wichtiger Aspekt dabei sind technische Upgrades. Wenn neue Funktionen oder Änderungen an den bestehenden Strukturen eines DAOs vorgenommen werden sollen, wird dies von den Mitgliedern vorgeschlagen und darüber abgestimmt. Die Entscheidung über technische Weiterentwicklungen liegt also komplett in den Händen der Gemeinschaft. Ein weiterer zentraler Punkt ist die Finanzierung von Projekten. Die Verwaltung des Treasuries, also des Finanzbestandes eines DAOs, wird ebenfalls durch die Mitglieder bestimmt. Das bedeutet, die Mitglieder können Vorschläge einbringen, welche Projekte finanziert werden sollen und wie die verfügbaren Mittel verteilt werden. Nachdem darüber abgestimmt wurde, wird das Ergebnis automatisch durch die Smart Contracts umgesetzt und dadurch wird sichergestellt, dass die Mittel nach den zuvor festgelegten Regeln verwendet werden. In einem DAO können alle Mitglieder aktiv an der Entscheidungsfindung teilnehmen. Der Prozess ist relativ einfach und basiert, ganz vereinfacht gesagt, mit den folgenden drei Schritten. Als erstes Erstellung von Proposals, von Vorschlägen. Jedes Mitglied eines DAOs hat das Recht, Vorschläge einzubringen. Diese Vorschläge können sich auf verschiedene Themen beziehen, wie zum Beispiel neue Projekte, die gestartet werden sollen, oder technische Änderungen, die durchgeführt werden müssen. Beim zweiten Punkt, eben da gibt es die Abstimmung über diese Vorschläge. Nachdem ein Vorschlag erstellt wurde, haben die anderen Mitglieder die Möglichkeit, über diese Vorschläge abzustimmen. Die Abstimmung erfolgt in der Regel transparent und öffentlich, sodass jeder sehen kann, wie die einzelnen Mitglieder abgestimmt haben. Und dann die Ausführung als dritter Punkt des Vorschlags oder des Proposals. Wenn der Vorschlag die erforderliche Mehrheit erhält, wird automatisch ausgeführt. Und dieser Schritt wird von Smart Contracts übernommen, die die Regeln der DAO-Implementierung und die Ergebnisse der Abstimmung umsetzen. Es gibt keinen menschlichen Eingriff, da die Smart Contracts autonom arbeiten. Auf ethereum.org gibt es eine gute Übersicht. Das ist diese Seite hier. Hier wird auch erklärt, was ein DAO ist und ebenfalls ein Vergleich, das werden wir uns ebenfalls anschauen, von einem DAO zu einer traditionellen Organisation.
Kommen wir nun zum ersten großen DAO. Und das war eigentlich ein Desaster, weil es hat einen riesigen Hack gegeben, der finanzielle Implikationen daraus resultiert haben. Und der DAO-Hack war ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte von Ethereum und eigentlich der Blockchain-Technologie. Der Angriff erfolgte, weil der Smart Contract, der das DAO verwaltete, eine Sicherheitslücke aufwies, die es den Hackern ermöglichte, fast ein Drittel der eingezahlten Ethers abzuheben. Das DAO hatte über 15 Millionen Ethers durch eine Tokenverkaufsphase gesammelt, die 28 Tage dauerte. Und viele Investoren hatten Vertrauen in das Projekt und investierten entsprechende Summen. Doch vor dem Ende des Tokenverkaufs äußerte ein Beobachter Bedenken über eine mögliche Sicherheitslücke und es stellte sich heraus, dass es einen Fehler in der Smart Contract Wallet gab. Während die Programmierer versuchten, den Bug zu beheben, nutzte der Angreifer andere Schwachstellen im Code aus. Der Angriff verlief so, dass der Angreifer eine kleine Einzahlung machte und anschließend eine Auszahlung mit einer rekursiven Funktion anforderte. Und diese Funktion ermöglichte es ihm, den Prozess der Auszahlung immer wieder zu wiederholen, bevor die ursprüngliche Transaktion abgeschlossen wurde. Und auf diese Weise gelang es dem Angreifer, rund 3,6 Millionen Ethers zu stehlen. Zu diesem Zeitpunkt entsprach dies ein Wert von etwa 70 Millionen US-Dollar. Und der Preis von Ether fiel dann von 20 US-Dollar auf 13 US-Dollar, was wir hier auch auf CoinMarketCap nachschauen können. Und zwar, wenn wir auf Ethereum gehen, hier auf All und dann sehen wir irgendwo 2016. Wir auch schon gekennzeichnet, das war der DAO-Hack und zwar waren wir bei 18,3 US-Dollar und dann ist er zusammengesackt auf 12 US-Dollar, hat sich aber, wie gesagt, mittlerweile erholt. Das war hier am 17. Juni 2016. Und die Reaktionen auf den Hack: Der Hack hatte schwerwiegende finanzielle Verluste zur Folge und bedrohte das Vertrauen in Ethereum und die Blockchain-Technologie insgesamt. Der Vorfall warf zudem Fragen zur Sicherheit von Ethereum auf. Ein entscheidender technischer Fehler, der den DAO-Hack ermöglichte, war ein sogenannter Rekursionsangriff, auch bekannt als Reentrancy-Angriff. Und dieser Angriff basiert darauf, dass eine Funktion in einem Smart Contract mehrfach aufgerufen werden kann, bevor der Status des Contracts korrekt aktualisiert wird. Und das war auch der Fehler bei DAO. Wie funktioniert dieser Angriff? Im Smart Contract gab es eine Funktion zur Auszahlung von Geldern, diese genannte Withdraw-Funktion. Und diese Funktion sollte überprüfen, ob der Benutzer genügend Guthaben hat, dann das Geld auszahlen und schließlich den Kontostand aktualisieren. Das Problem lag jedoch in der Reihenfolge dieser Operationen. Und hier im Code sieht man, dass es eine Überprüfung gibt. Hier Require Balances vom Sender muss größer als der Amount sein. Dann wird ein Call gemacht und der Betrag wird zurückgeschickt und dann wird die Balance abgedatet. Und der Angreifer nutzte dies aus, indem er eine rekursive Funktion in einem anderen Contract aufrief. Das heißt, der Angreifer hatte den folgenden Contract hier erstellt und hat hier die Default-Funktion Payable. Das heißt, wenn hier Message Sender Call aufgerufen wird, dann wird die Default-Funktion aufgerufen. Das Geld wird entsprechend auf diesen Contract geschickt. Und was dann dieser Angreifer gemacht hat, er hat dann direkt nochmals Withdraw aufgerufen,
ohne dass eigentlich hier der Amount abgezogen worden ist. Das heißt, man konnte eben durch Rekursion immer wieder die Gelder abziehen. Und ich kann das auch grafisch veranschaulichen. Und zwar haben wir hier, das ist der Start. Ich muss in diesem Smart Contract, in diesem DAO, muss ich hier 100 Einheiten haben. Dann kann ich ein Withdraw machen von 100. Das geht dann auf diese Funktion. Required aufgerufen. Ja, ich habe 100. Gut, 100 wird an diese Adresse, an die Default-Adresse geschickt. Das führt dazu, dass diese Default-Funktion aufgerufen wird. Und hier wiederum gibt es ein Withdraw, das wiederum diese Funktion aufruft. Und weil es eben noch nicht abgezogen worden ist, habe ich immer noch die 100. Das heißt, ich kann mir nochmals 100 auszahlen und so kann man den Contract leeren. Die Re-Entrancy-Attacke, die ist auch hier auf dieser Webseite beschrieben. Das sind die Top 10 Security-Issues bei Smart Contracts. Die kann man sich sehr gerne anschauen. Nummer 1 hier. Re-Entrancy. Und dadurch eben konnte man diese Auszahlung mehrfach anstoßen und der Smart Contract hat das eben erst realisiert, als dann dieser Balance hier abgedatet worden ist und vorher nicht. Nun, wie hätte man das verhindern können? Ganz einfach, hier muss der Call am Schluss kommen, sicher nach diesem Abzug vom Amount. Aber es gibt noch andere Varianten und Möglichkeiten, wie man etwas verhindern kann. Und zwar gibt es einen sogenannten Re-Entrancy Guard von Open Zeppelin und der stellt sicher, dass eine Funktion nicht mehrmals gleichzeitig aufgerufen werden kann. Und diese Sicherheitsmaßnahme wird eigentlich sehr häufig in der Entwicklung von Smart Contracts verwendet und man kann es relativ einfach mit Open Zeppelin als Library verwenden. Hier oben Import at Open Zeppelin Reentrancy Guard und dann hat man einen Modifier Non-Reentrant. Damit kann man eine Funktion annotieren und dann weiß man, sie wird sicher nicht ein zweites Mal sich selber aufrufen. In der Ethereum-Community kam es zu intensiven Diskussionen darüber, wie man auf den Angriff reagieren sollte. Der Vorfall hatte das Vertrauen vieler Investoren erschüttert und die Zukunft der Kryptowährung schien ungewiss. Vitalik Buterin, der Mitgründer von Ethereum, schlug ein Softfork vor, um die Adresse des Angreifers auf die Blacklist zu setzen und so weitere Abhebungen zu verhindern. Der Angreifer behauptet jedoch, dass er nichts Illegales getan habe, da er lediglich die Regeln des Smart Contracts befolgt habe. Letztendlich stimmte die Mehrheit der Investoren einem Hard Fork zu, der auch durchgeführt wurde, um die Blockchain zurückzusetzen und den gestohlenen Ether an die ursprünglichen Besitzer zurückzugeben. Also die Transaktionen wurden geblacklistet. Und dieser Hard Fork führte zur Entstehung von einer weiteren Blockchain und zwar Ethereum Classic. Auch auf CoinMarketCap, ETC, das ist Platz 29, hat eine Marktkapitalisierung von fast 3 Milliarden US-Dollar. Und hier gelten eben dieses Blacklisting dieser Adressen, dieser Transaktionen von diesem Hack nicht. Das heißt, auf dieser Chain hat der Angreifer noch all seine Funds. Und die Geschichte der Blockchain wurde durch diesen Fork verändert, was bei vielen Diskussionen auslöste, ob eine Blockchain wirklich unveränderlich ist, wenn sie durch Community-Beschlüsse verändert werden kann. Und trotz der Rückgabe eines Großteils der gestohlenen Mittel hielt der Angreifer immer noch seine gestohlenen Mittel eben auf dieser Ethereum Classic Chain und konnte sie entsprechend abheben. Der DAO-Hack und der anschließende Hard Fork erschüttert eigentlich die ganze Ethereum Community
und führte zu einem verstärkten Fokus auf die Sicherheit von Smart Contracts. Und heute ist eine umfassende Prüfung durch externe Auditoren notwendig, bevor ein Smart Contract auf dem Mainnet veröffentlicht wird. Und ein gutes Beispiel oder einen guten Überblick zum DAO gibt diese Wikipedia-Seite hier. Das ist hier Christoph Jentsch. Er hat den DAO mitgegründet, eben auch diesen Smart Contract mitentwickelt und entsprechend sicher auch daraus seine Lehren gezogen. Nun, man weiß, wer den Smart Contract geschrieben hat, aber kennt man auch den Hacker? Und vermutlich ja. In einer Untersuchung wurde der österreichische Programmierer Tobi Hünisch als mutmaßlicher Drahtzieher des DAO-Hacks von 2016 identifiziert. Das wird in diesem Artikel beschrieben. Bei dem rund 3,6 Millionen Ethers gestohlen wurden, die heute einen Wert von ca. 10 Milliarden US-Dollar wert sind. Hünisch, Mitbegründer des Krypto-Startups 10x, wies die Vorwürfe als faktisch falsch zurück, lieferte jedoch keine Beweise, um die Anschuldigung zu widerlegen. Die Untersuchung, unterstützt von der Blockchain-Analysefirma Chainalysis, verfolgte die gestohlenen Gelder durch eine Reihe von komplizierten Transaktionen. Das ist in diesem Artikel beschrieben, die schließlich zu dem Privacy Coin Grin und zu einem Grin Node führte, der mit Hönisch in Verbindung stand. Und trotz seiner Ablehnung hatte Hönisch zuvor Ethereum kritisiert und Ethereum Classic unterstützt, dass die gestohlenen Gelder nach dem Artfork behielt. Nun kommen wir zu einem wichtigen Vergleich, DAO versus Traditional Organizations. Es gibt einige entscheidende Unterschiede, die wir uns genauer anschauen wollen. Und zwar starten wir mal mit den Vorteilen von DAOs. In DAOs werden Entscheidungen von Einzelpersonen getroffen, nicht von zentralen Autoritäten. Das bedeutet, jedes Mitglied hat eine Stimme und kann aktiv am Entscheidungsprozess teilnehmen. DAOs fördern die Beteiligung, da jeder mitwirken kann, fühlt sich die Mitglieder stärker eingebunden und motiviert, sich einzubringen. Alles ist öffentlich und transparent, jede Transaktion, jede Abstimmung und jede Entscheidung ist auf der Blockchain einsehbar. Das schafft Vertrauen und Nachvollziehbarkeit. Die Einstiegshürde ist niedrig. Im Prinzip braucht man nur eine Internetverbindung, um an einer DAO teilzunehmen. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Entscheidungen und Abstimmungen können Zeit in Anspruch nehmen. Im Vergleich zu einer hierarchischen Organisation, wo ein CEO schnell entscheiden kann, kann der Prozess in einer DAO länger dauern. Derzeit sind es hauptsächlich technikaffine Menschen, die an DAOs teilnehmen. Die Komplexität der Technologie kann für viele eine Hürde darstellen. Und es kann Herausforderungen geben, wenn es darum geht, Entscheidungen aus der Blockchain-Welt in die reale Welt zu übertragen. Sicherheit ist auch ein wichtiges Thema. Wie wir gerade am Beispiel des DAO-Hacks gesehen haben, können Fehler in Smart Contracts schwerwiegende Folgen haben. Schauen wir uns nun eine Tabelle an und die Tabelle habe ich hier aus diesen Slides, von diesem Slide-Deck hier. Und bei DAOs haben wir Token-Inhaber, die Abstimmungsrechte haben. Die Aufsicht erfolgt durch mögliche Kuratoren oder Gouverneure. Und die Arbeit wird von Auftragsnehmern erledigt. Das ist jetzt beim DAO hier der Fall. Hier. In einem herkömmlichen Unternehmen, also in einer Corporation, hier haben wir Aktionäre, Shareholders, einen Vorstand,
zur Aufsicht und Angestellte, die die Arbeit verrichten, und eine Genossenschaft, etwas dazwischen. Hier haben wir Ähnlichkeiten zu einer DAO. Hier haben wir Mitglieder, die auch Abstimmungsrechte haben und einen gewählten Vorstand zur Aufsicht und Mitglieder hier als Members, Workforce und Ownership. Und der Hauptgrund liegt in der Dezentralisierung und der Nutzung der Blockchain-Technologie bei DAOs, was eine höhere Transparenz und potenziell globalere Teilnahme ermöglicht. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Struktur bei DAOs flexibler sein kann. In modernen DAOs können Token-Inhaber auch direkte Vorschläge einbringen und umsetzen, was die Grenzen zwischen den Rollen verwischt. Lassen Sie uns nun einen Blick auf die verschiedenen Kategorien von DAOs werfen. Diese Kategorie habe ich von dieser Webseite hier, DAO Landscape. Hier geht man auf diverse Kategorien ein. Diese möchte ich euch ganz kurz zeigen. Gut, dazu noch die Grafik. Die gibt es ebenfalls, habe ich einen Link, die gibt es auf Twitter, ehemals auf X, ehemals Twitter, das ist eben hier zu finden. Das ist eben diese Übersicht, wie man es einordnen kann. Diese Kategorisierung, die ändert sich alle Jahre wieder. Die einen schrumpfen, die einen wachsen und das ist konstant in Bewegung. Es gibt eine Vielzahl von Anwendungsfällen für DAOs und einen ersten haben wir mit Grand DAOs. Bei diesem DAO spenden eine Gemeinschaft Gelder in einen gemeinsamen Pool und die DAO-Mitglieder stimmen dann darüber ab, wie dieses Kapital verteilt werden soll. Und dies ist eine transparente und demokratische Art, Projekte oder Initiativen zu fördern. Zweitens gibt es Protokoll-DAOs. Diese werden oft von Blockchain-Projekten verwendet, um der Community eine Stimme bei der Entwicklung des Protokolls zu geben. Und die Nutzer können über wichtige Entscheidungen und Änderungen abstimmen, was die Dezentralisierung des Projektes fördert. Eine weitere interessante Kategorie sind Investment-DAOs. Diese funktionieren im Prinzip wie dezentrale Investment-Clubs. Die Mitglieder bündeln ihre Ressourcen und stimmen gemeinsam über Investitionsentscheidungen ab, mit dem Ziel, Rendite zu generieren. Service-DAOs bilden eine weitere Kategorie. Diese DAO schaffen Strukturen, um Web3-Talente zu vermitteln und zu beauftragen. Sie fungieren als dezentralisierte Arbeitsvermittlungen oder Freelancer-Plattformen im Blockchain-Bereich. Dann haben wir die Social DAOs. Diese konzentrieren sich mehr auf soziales Kapital als auf finanzielle Aspekte. Sie können als dezentralisierte soziale Netzwerke oder Gemeinschaften fungieren, in denen der Fokus auf Interaktion und gemeinschaftlichem Wert liegt. Und schließlich gibt es noch Collector DAOs. Diese sind besonders im NFT-Bereich relevant oder zumindest in den letzten Jahren relevant gewesen. Sie funktionieren wie Sammlerclubs, bei denen die Mitglieder gemeinsam über den Erwerb von NFTs oder anderen digitalen Sammlerstücken entscheiden. Und diese Kategorisierung zeigt die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten von DAOs, von der Förderung von Projekten zur gemeinschaftlichen Investition bis hin zu sozialen Netzwerken. DAOs bieten flexible Strukturen für verschiedene Zwecke und es ist wichtig zu verstehen, dass diese Kategorien nicht streng voneinander getrennt sind. Viele DAOs können Elemente aus mehreren Kategorien kombinieren oder sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Und diese Vielfalt der DAO-Typen verdeutlicht das enorme Potenzial dieser Organisationsform, traditionelle Strukturen in vielen Bereichen herauszufordern und neu zu gestalten. Lassen Sie uns nun einige konkrete Beispiele für DAOs betrachten. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von DAOs mit unterschiedlichen Zwecken und Strukturen. Und eine der bekannten DAOs möchte ich jetzt kurz vorstellen. Das ist sicherlich
Uniswap. Uniswap ist einer der größten dezentralen Kryptowährungsbörsen, auch DEX genannt. Seit September 2020 wird Uniswap als DAO organisiert. Das bedeutet, die Nutzer und Tokeninhaber können über Vorschläge abstimmen, die die Zukunft und die Parameter von Uniswap betreffen. Dies ermöglicht eine gemeinschaftliche Steuerung dieser wichtigen DeFi-Plattform. Ein weiteres bedeutendes Beispiel ist MakerDAO. MakerDAO ist die Organisation hinter dem Stablecoin DAI. Im Gegensatz zu zentralisierten Stablecoins wie USDC wird DAI dezentral verwaltet. Die DAO-Struktur ermöglicht es den Teilnehmern, über wichtige Aspekte wie Zinssätze, Sicherheiten und andere Parameter zu entscheiden, die die Stabilität und den Wert von DAI beeinflussen. Ein faszinierendes Beispiel aus dem NFT-Bereich ist der Bored Ape Yacht Club. Hier sehen wir, wie ein DAO als auch exklusiver Social Club funktionieren kann. Nur Besitzer eines Bored Ape NFTs können an diesem DAO teilnehmen und dies schafft eine exklusive Gemeinschaft mit besonderen Privilegien und Entscheidungsrechten. Ich bin nicht Teil von diesem DAO. Curve DAO ist ein weiteres wichtiges Beispiel im DeFi-Bereich. Curve ist eine dezentralisierte Börse und ein automatisierter Market Maker, ähnlich wie Uniswap. Die DAO-Struktur erlaubt es, den CRV-Token-Inhaber über verschiedene Aspekte der Plattform abzustimmen, wie zum Beispiel die Gebührenstruktur oder die Einführung neuer Liquiditätspools. Und zuletzt möchte ich noch ein interessantes Experiment erwähnen. Constitution DAO. Dies war ein Versuch, eine Kopie der US-Verfassung zu ersteigern. Und obwohl das Vorhaben letztendlich nicht erfolgreich war, zeigte es das enorme Potenzial von DAOs, schnell Kapital für spezifische Zwecke zu mobilisieren. In kurzer Zeit wurden 47 Millionen US-Dollar gesammelt, was die Kraft der gemeinschaftlichen Organisation demonstriert. Diese Beispiele zeigen die Vielfalt und das Potenzial von DAOs in verschiedenen Bereichen, von Finanzen über digitale Kunst bis hin zu einzigartigen Gemeinschaftsprojekten. Sie verdeutlichen, wie DAO traditionelle Organisationsstrukturen herausfordern und neue Möglichkeiten für kollektives Handeln und Entscheidungsfindungen schaffen. Und es ist zu beachten, dass sich der DAO-Bereich ständig weiterentwickelt, neue Formen und Anwendungen entstehen kontinuierlich. Und wir können gespannt sein, welche innovativen DAO-Konzepte in Zukunft noch entstehen werden. Zum Abschluss unserer Vorlesung möchte ich noch auf die praktische Seite eingehen. Wie implementiert man eigentlich eine DAO? Es gibt mittlerweile einige sehr nützliche Tools und Frameworks. Ein besonders hilfreiches Werkzeug kommt von OpenZeppelin. OpenZeppelin bietet einen sogenannten Governor Contract an und dieser Contract ist eine Art Basisgerüst für DAOs und wird bereits von vielen Projekten verwendet oder als Ausgangspunkt genutzt. Das ist hier dieser Contract. Den Wizard, den haben wir in der Vorlesung uns bereits schon angeschaut. Und wir haben uns den ERC angeschaut, ERC20, das hier ist NFT und hier dieser Governor Token. Und hier kann man diverse Einstellungen tätigen, wie sich dieser DAO verhalten soll. Das heißt, dieser Governor Contract ist sehr flexibel und anpassbar, bietet eine solide Grundlage für Governance-Funktionen. Wie zum Beispiel das Einreichen von Vorschlägen und das Ausführen von beschlossenen Aktionen. Auf der OpenZeppelin-Webseite finden sich entsprechend ausführliche Dokumentationen und auch praktische Beispiele und erklärt, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, wer eine DAO implementieren möchte, das ist sicherlich eine gute Anlaufstelle. Es ist wichtig zu betonen, dass der von OpenZeppelin generierte Code in der Regel sehr sicher und auch gut getestet ist. Dennoch sollte man besonders bei größeren oder kritischen Projekten immer einen professionellen Audit durchführen lassen, bevor man den Contract auf Mainnet deployt.
Und ein wichtiger Aspekt, den ich noch erwähnen möchte, ist der Timelock-Mechanismus. Das ist dieser Timelock hier. Und zwar spielt er eine entscheidende Rolle in vielen DAO-Implementierungen und ist auch im Open Zeppelin Governor Contract integriert. Der Timelock-Mechanismus führt eine Verzögerung zwischen der Annahme eines Vorschlages und seiner tatsächlichen Ausführung ein. Typischerweise dauert diese Verzögerung einige Tage. Aber warum ist dieser Timelock so wichtig? Nun, für die Mitglieder, die mit der Entscheidung nicht einverstanden sind, bietet der Timelock die Möglichkeit, das DAO zu verlassen, bevor die Änderung wirksam wird. Die Verwendung solcher Tools wie zum Beispiel Open Zeppelin Governor Contracts und der Wizard kann die Entwicklung einer DAO erheblich vereinfachen und beschleunigen. Sie stellen sicher, dass Sie von bewährten Best Practices profitieren und grundlegende Sicherheitsstandards einhalten. Nun, abschließend möchte ich betonen, dass die Implementierung eines DAOs zwar technisch herausfordernd sein kann, aber mit den richtigen Tools und dem nötigen Wissen durchaus machbar ist. Es ist ein spannendes Feld, das sich täglich weiterentwickelt und ständig für Überraschungen sorgt.